Nicht bewusst, ich muss aber als Kind schon die Affinität gehabt haben, immer die teuersten Schuhe aus den Geschäften geholt zu haben. Das ging jetzt nicht um Marken. Und wir sind mit der Oma groß geworden und die hat immer auf Schuhe Wert gelegt. Und wir mussten einmal in der Woche die Schuhe putzen. Ich musste die immer zum Schuhmacher bringen, die auf der anderen Straßenseite war. Und war dann irgendwann der Gehilfe des Schuhmachers und so bin ich, glaube ich, in den Beruf reingewachsen. Im Geschäft 38 Jahre, im September waren es 38, insgesamt fast 42 Jahre im Beruf. Und ich mache das immer noch gerne. Da gibt es viele Situationen. Ich hatte zum Beispiel die Situation, der Kunde, der reinkommt und in Stiefeletten 1000 D-Mark-Scheine im Absatz eingearbeitet zu bekommen und in dem Absatz den Absatz noch so lösen zu können, dass er leicht rankam und sollte trotzdem halten. Also ein Riesenproblem. Wir haben es geschafft, oder ich habe es geschafft. Der andere Kunde, der mit dem Baby-Autositz kommt, dann musste ich da, wo der Popo vom Kind war, einen Diamanten ein, unter Leder einnähen. Also wahrscheinlich wurde geschmuggelt. Oder der Wahnsinnige, der James Bond gesehen hat und mit einem Stiefelette kam und er wollte, dass vorne ein Messer rausspringt, den ich natürlich nicht erfüllt habe. Ich sage den jungen Mädels jetzt immer mit ihren 19,90 und 25,90 Kindern, wenn ihr den schön findet, dann kauft euch direkt am Anfang zwei davon. Und ärgert euch nicht, wenn die nach drei Monaten kaputt sind. Und schmeißt sie weg. Oder der ist so weit noch in Ordnung, ist nur der Absatz, können wir den auch nochmal machen. Ne? Aber du hast ja nicht nur den Absatz, die reißen ein, die reißen durch, die brechen durch. Und da habe ich seit 38 Jahren die gleichen Kunden teilweise. Die Hälfte liebe ich, die andere Hälfte könnte ich manchmal erwürgen hören, aber zum Gesamtpaket. Das Schöne ist, dass ich hier in einem Job bin, dass ich vom Direktor bis zum Penner, sage ich immer, Leute kennenlerne. Hochwohlgeborene und das ganz einfache Fußwerk. Das ist ein wunderschöner Mix. Grundsätzlich liebe ich eigentlich alle meine Kunden. Der Hotelbesitzer, ein bisschen exzentrisch, und er kommt mit einem Knickerbocker hier rein und möchte den genäht bekommen. Ich habe aber keine Nähmaschine hier und ich muss die auch lose in der Hand haben. Und drei Kunden sitzen hier und ich sage, die musst du mir mal über Mittagspause hier lassen, die muss ich lose in der Hand haben. Und er zieht sich die Hose aus und hat nur einen Tanga an und setzt sich hier 20 Minuten hin, bis ich den beschäftige, ohne mit der Wimper zu zucken. Wobei die Frauen so irritiert waren, dass die nicht wussten, was denen passierte. Das ist definitiv ein Treffpunkt. Das ist eine Anlaufstelle für eigentlich jedermann. Die Hochwohlgeborenen, die hier ein bisschen dominiert werden, weil der ganze Tag
geschleimt wird. Und der Otto Normal Informationsstelle. Ich habe das Riesenglück durch meine große Kundschaft, ist von allem etwas bei und das geht hier über die Decke. Von der Wohnung bis zum Job, von ich möchte meinen Pelzmantel verkaufen, kennen Sie da keinen für. Also das ist aber der, was ist das Salz in der Suppe, was meinen Job unter anderem ausmacht. Die persönlichen Kontakte mit einem Querschnitt durch die Gesellschaft, das ist das, was ich liebe. Hat gedauert von 2001, da ist mir mein Geschäft abgebrannt und vorher habe ich 25 Jahre gesammelt, habe aber die größten Teils der Sachen habe ich von Kunden geschenkt bekommen, jetzt heute noch, dass irgendein Kunde reinkommt und mir aus Amerika voller Stolz eine Dose mitbringt oder ein altes Schild und ich habe dann wohl auch das Internet benutzt und über 1000 Teile in den letzten 11 oder 14 Jahren im Internet bestellt. Die ist was länger, die muss ich aber noch erzählen. Die muss man nicht erlebt haben, natürlich nicht, wenn ich das erzähle. Ich habe eine sehr berühmte Familie hier, die mit Reiten zu tun hatten. Und die Männer trugen immer, der Vater und der Sohn, teure Slipper, Naturlederfarben und liefen damit durch die Stallungen. Und die kosteten damals schon 400 D-Mark und die waren immer total kaputt und die Frau brachte die immer. Und das war jedes Mal ein Drama, das konnte sie nicht bezahlen lassen oder das ging gar nicht mehr. Man hat trotzdem nicht überreden lassen, die hat mich immer überredet. Und irgendwann mal war Sense, die bringt wieder ein paar Schuhe, ich sag, mach ich nicht, sind sie mir nicht böse, kann ich wegschmeißen, die sollen lernen Gummistiefel zu tragen, mach ich nicht. Und nach 10 Minuten hat der Arzt mich wieder überredet. Ich stecke 3 Stunden Arbeit rein, bekomme aber nur eine bezahlt und am nächsten Tag kommt ein Stallbursche, die hier abholen. Ein Mann, der so aussah wie ich, Gummistiefel an, eine Latzhose an, dreckige Hände. Guten Tag, ich soll die Schuhe für so und so abholen. Ne? Und ich nehme die Schuhe aus dem Regal und ich sage, bestellen Sie den Herrn so und so viel, viele Größe. Ich hätte sie jetzt das letzte Mal gemacht. Das ist eine alte Sau, ich mache das nicht mehr. Kann mir kein Mensch bezahlen. Ne? Und wenn er das nicht lernt, bleibt der für mich, läuft er für mich unter alte Sau. Der guckt mich zuerst mal entsetzt an, fängt dann zu grinsen. Gestatten, ich bin der Herr so und so, ich bin die alte Sau. Und ich bessere mich. Und er hat sich wirklich gebessert.